Bierchen und herzlichst willkommen zur letzten Episode von Tayo Talkt. Tayo Talkt. Du hast jetzt übrigens noch die Möglichkeit, bisherige Folgen von Tayo Talkt anzusehen. Ich habe dir eine Playlist zusammengestellt, welche hier oben und unten in der Infobox gebackt ist. Warum und weshalb die letzte und so weiter und so fort, da können wir uns gerne unten in der Kommentarfunktion austauschen. Also jetzt geht's aber schnurstracks um die heutige Episode. Also, ich war, das ist jetzt keine Überraschung, bei IKEA. Okay, ich bin da jede Woche, ich muss es nicht mehr dazu sagen, aber ich war bei IKEA. Punkt. Und ich meine, so eine derart Frechheit und eine derartige Blamage ist mir noch niemals in meinem Leben passiert. Ich meine, So, von Anfang an. Ich war bei IKEA, überspringen wir. Gut. Bei mir ist es so, ich gehe gerne mal frühstücken oder Mittagessen bei IKEA. Bei meinem Haus- und Hof-IKEA ist das IKEA-Restaurant. Ich brauche bitte einen IKEA-Counter in diesem Video. Danke. Nö, die Seite. Jedenfalls das IKEA-Restaurant ist in meinem Haus- und Hof-IKEA oben im ersten Stock. Da muss man so durch den Laden laufen, dass man raufkommt und runter kommt man irgendwie nicht, aber irgendwie schon. Egal. Wie fast immer habe ich meine Männerhandtasche dabei, die zeige ich jetzt gleich mal. Da ist mein halbes Leben drin und wenn ich die dabei habe, schaffe ich es in der Wildnis locker gut einen Monat zu überleben. Dazu gibt es auch ein eigenes Video, beziehungsweise schrägstrich gab es ein eigenes Video. Das ist jetzt auch noch genau in der Playlist oben und unten mit eingeblendet, aber es ist bald von der Erdoberfläche verschwunden. Also es wird gelöscht. Weiter. Wo bin ich jetzt eigentlich stehen geblieben? Das Traurige ist übrigens so konfus und durcheinander, wie jetzt hier rede ich im echten Leben der echte Tayo, also auch. Das ist meine Freunde, wenn ich mit einer Geschichte anfange, als ob ich Freunde hätte, ich weiß, aber Menschen, denen ich meine Geschichten erzähle, die drehen dann immer mit den Augen, weil sie sich denken, oh je, jetzt holt der schon wieder so weit aus und wer soll ihn da mitkommen und was redet der und Aber es findet eigentlich jeder recht witzig, zumindest sagen mir das ein oder zwei davon. Die anderen sagen gar nichts dazu. Weiter. Ist mein Britney Spears Lookalike Oberteil hier nicht mega fancy cool? Also ich finde das mega. Oops, I did it again. I play with your heart. I lost it again. Ich weiß, damit kann ich gleich wieder runter arbeiten gehen am Abend. So, der eine oder andere Mitarbeiter bei IKEA ist ja vielleicht nicht immer ganz so helle, was aber nicht abwertend gemeint ist, weil ich meine, jemand, der keine Berufserfahrung hat und keine Praxis und irgendwas hat, kann halt jetzt nicht, ja, großartig Lebenserfahrung haben. Go. Naja, und da kommt es halt schon vor, dass ich als versierter IKEA-Kunde schon weiß, wie die oftmals ticken und wo ich weiß, wo im System die irgendwas finden, damit ich zu dem komme, was ich möchte. Und dementsprechend lenke ich oftmals die Gespräche und die Mausklicks in die Richtung, wo sie hingehören. Bitte, oh mein Gott, IKEA! Warum wollt ihr jemanden wie mich, jemanden mit hartem T wie Tayo, nicht bei euch? Fun Fact, ich habe mich glaube ich 300 Mal bei IKEA beworben, kein einziges Mal habe ich mich abgenommen. Nicht einmal für eine 3-Stunden-Tätigkeit im Monat, also... Weiter im Programm. Ui, das wird ein schräges Video. Habe ich schon erwähnt, dass ich bei IKEA essen war? Das ist die Grundaussage, wo jetzt mal alles beginnt. So. Wenn man in dem Einrichtungshaus
zu IKEA geht, wo ich meistens hingehe, dann ist es so, dass man vom Restaurant zum Eingang gar nicht mehr kommt. Das heißt, man ist irgendwie schon mittendrin und kann zu Beginn gar nicht mehr anfangen. Da gibt es aber einen offiziellen Notausgang, bei dem man rausgehen kann. Offiziell deshalb, weil den einfach jeder als Ausgang verwendet, weil das eben planungstechnisch nicht gut geplant wurde. IKEA. Jeder Mensch, ob groß, ob klein, egal wer, jeder geht da einfach rein und raus, wie es ihm gefällt. Ich als ehrlicher Bürger dieser Erde bin so ziemlich der einzige Mensch auf dieser Erde, der die vorhin erwähnten Mitarbeiter vorher nett danach fragt, ob man denn rausgehen dürfte, weil man ja nur essen war. Ich mach das immer. 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 Sonst aber niemand. Und jedes einzelne Mal bekomme ich als Antwort ein Naserümpfen, ein doof reinschauendes Gesicht, das sagt, ja geht's doch einfach. By the way, warum hat eigentlich IKEA so diese Firmenphilosophie, jeden mit Du anzusprechen, aber die Mitarbeiter selbst können das trotzdem nicht so umsetzen? Ich komme mir immer komisch vor, wenn ich dort einen Mitarbeiter mit Du anspreche und werde dann im Gegenzug gesiezt. Das wäre auch wieder ein eigenes Video wert, aber es ist die letzte Episode von Tayo Talked. An diesem gesagten einen Tag habe ich mir diese Grantlerei und diese Unnötigkeit, Unnötigkeit, ersparen wollen und dachte mir, ich gehe vorbei, lächel freundlich zu der Mitarbeiterin rüber, mach so und gehe weiter zum Ausgang, also zum Notausgang, der nicht allein gesichert ist. Das ist einfach nur offener Ausgang, da ist kein Schrank, gar nichts. Du kannst dir nicht vorstellen, was dann passiert ist. Ich bin traumatisiert. Oh, und hasse es mal. Hinter mir geht ein mega Gebrüll los. Irgendwelche Sachen fallen um. Es clasht, es scheppert. Und ehe ich mich ganz umdrehen konnte, hatte ich eine feste, zugreifende Hand an meiner rechten Schulter und eine andere Hand da. Und zeitgleich eine sehr bäuerlich klingende Stimme, die mir ins Ohr geschrien hat, mitkommen! Meine Reaktion sah dann ungefähr so aus. Wie bitte was? Die noch bäuerlicher klingende Stimme der anderen Person sagte, was ist denn da in der Tasche drin? Ich brauche jetzt einen Untertitel. Was ist denn da in der Tasche drin? Daraufhin meine Antwort. Das könnten Sie durchaus freundlicher und leichter verständlich für ortsansässige Personen formulieren. Aber um diesen ganzen Prozess jetzt abzukürzen, biete ich Ihnen zwei Möglichkeiten an. Möglichkeit 1 wäre, ich zähle Ihnen jedes einzelne Produkt und jedes einzelne Gegenstand, Ding auf, das ich in meiner Tasche mit mir mitführe. Oder Möglichkeit 2, ich öffne Ihnen meine Tasche, Sie fassen nichts davon mit Ihren Händen an und Sie vergewissern sich selbst darüber, was ich in meiner Tasche mit mir mittrage. Wählen Sie jetzt bitte Ihre Auswahl. Daraufhin zwei weitere gut eingeschulte Mitarbeiter kamen auf mich zu, haben mich mit so einem, oh mein Gott, was haben wir getan? Er wird uns sicher gleich köpfen, wir verlieren unseren Job. Blick angesehen. Ich habe dann freundlich gelächelt, die ganze Situation dann beruhigt und gemeint, ganz freundlich natürlich, wie ich bin. Schauen Sie doch her, das kann ja jeden Mal passieren. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen wunderschönen Tag und lassen Sie mich bitte gehen. Danke. Und ich drehte mich um und war weg. So, damit hier jetzt keine Missverständnisse aufkommen. Ich weiß nämlich gar nicht, ob ich das überhaupt erwähnt habe. Die Aussage meines Erlebnisses ist jene. Ich wurde des Diebstahls beschuldigt, obwohl ich nichts gestohlen habe. Darum geht's. Also, ich betone ausdrücklich nachweislich, ich betone, dass ich nichts gestohlen habe. Ich bin dreimal die Woche dort und zweimal die Woche kaufe ich Einrichtungsgegenstände und ich habe es nicht notwendig zu stehlen. Und Drama, 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 Baby. Ach, jetzt brauche ich einen Schnaps.
Na, zwar. Obwohl ich das schon habe, möchte ich jetzt noch darauf aufmerksam machen, dass das jetzt die letzte Möglichkeit ist, meine Tayo Talk Videos anzuschauen und anzuhören. Diese leibhaftige, lebhaftige Craziness kann ich der Menschheit einfach nicht zumuten. Naja, und vielleicht ist ja auch ein anderes ähnliches Projekt in Arbeit. Lass mir gerne ein Däumchen hier, abonniere mich gerne, bitte, bitte, bitte kostenfrei und vielleicht lasst mir auch noch einen Kommentar hier. Dankeschön und ja, nicht bis zum nächsten Mal, wenn es nicht mehr heißt Tayo Talkt. Tschüss. Ikea.